Oha! Vor nicht allzu langer Zeit waren die noch ziemlich schwer. Selbst zu Koloss kann man nichts mehr. Ja, erst plündern. Ah. Komm mit, Kaya. Oh, was ist denn hier los? Verdammt, ich hatte gerade so einen guten Lauf. Durch die Eiswüste, 1 von 6. Oh, ich bin gefroren. Vor allem immer dieser Fokus, ey. Selbst bei Assassin's Creed Origins kann ich den mit Mausklick, mit Maustaste 3 mal deaktivieren. Das gibt's hier nicht, genauso wie Mount. Assassin's Creed, ein Spiel, was eigentlich kein Open World RPG sein wollte. Ist besser als Elec, was ein Open World RPG sein will. Ich bin dein Vater. Multikill. Das war ein Multikill. Wenn man sich überlegt, wenn ich im ersten Kapitel nicht so schön ausführlich gespielt habe, da wäre das mit dem Elixier auch schon so weit unter 2000 oder so. Oder meine Rüstung wäre einfach viel geringer. Der Commander ist hier noch drin. Ah! Durch die Wüste, 1 von 6. Das war ein Commander. Wenn man überlegt, dass die hier ganz normal stehen. Ich hätte die auch schon vorher besiegen können. Dann hätte ich zu Thorald einfach sagen können, pff, hab ich schon erledigt. Müssen geradeaus. Was ist das denn? Na, so nicht. Ah, ich dachte, er wäre tot. Der nächste Commander. Nee, ich bin ganz normaler Alps. Diese Waffen sind so nervig. Vor allem die mit dem Hammer.
Also mein geheimer Plan ist es ja, nach Elex nochmal so ein ausführliches Video zu machen, wie ich mir Elex 2 wünsche. Gut, da darf ich nichts verpassen, nichts vergessen. Auf der eigenen Seite sind so solche Waffen schon ziemlich hilfreich. Weil es halt dasselbe ist, in grün. Mit dem Unterbrechen und so, aber der Gegner dieser Waffen ist das Kacke. Gefährliche Gegend. Yep. Das war gerade das Elex im Hintergrund. Gefahren lauern überall. Ich muss ja geradeaus. 10.000 Elixit. Ich glaube, der Helm für den Vollstrecker kostete 9.000. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Ich dachte geradeaus. Da. Diesen Gebäude. Sagt, der Kommando soll rauskommen. Ja, der Kommando ist hinüber. Und schon wieder keine Ausdauer. In Gothic 3 haben sie es rausgenommen mit der Ausdauer und hier bauen sie es wieder ein. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Risen-Spielen war. Also zumindest ab Risen 2. Risen 1 war für mich nämlich eine komplette Gothic 1 Kopie. Und ich wollte keine Kopie, sondern was Neues. Da habe ich aus Angst vor einer Kopie von Gothic 2 und Gothic 3 Risen gar nicht mehr angerührt. Oh, fast. Stufe 37, Alter. Manche werden das Spiel sicher mit Sicherheit. Stufe 21. Ich war ja schon, bevor ich in einer Gilde war, Stufe 25. Zigaretten. So, wenn er jetzt mir... Das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Wenn er mir jetzt die Zigaretten nicht anzeigt, dann sind sie wirklich weg. Haben gerade übrigens das letzte Gleiterteil gefunden. Sie sind weg. Wo sind die Zigaretten? Sie sind weg. Moment. Eine Zigarette. Oh. Werden sie mir doch angezeigt? Hä? Komisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor der Aufnahme ich 400 Zigaretten im Inventar hatte. Ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch die anderen Commander machen. Die zwei sind noch hier in der Nähe. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Das dauert nicht lange. Scheiß Husten. Die Alps sind keine Feinde für die. Ja.
Warum? Was machen die denn? Alter. Ich hasse diese Viecher. Das war Commander Nummer 3. Trinkern, trinkern, trinkern. Tiere helfen uns. Magellan steht auf unserer Seite. Kampf hier, also. Geschafft. Danke, dass du da warst. Wir haben den Kampf überstanden. Ich hätte es nicht gedacht. Und wir haben keine Heiltränke mehr. Was war das denn? So. Bazooka. Schaden 50. Was sind denn die Schussmodi? Sprengrakete, Splittergranate, Plasmarakete, Splittergranate, Sprengrakete. Da fliegen sie auch alle auf den Boden. Jetzt drehen wir mal hier die Seiten. Commander lebt noch. Mach, weil wir noch nicht geplündert hatten. Er noch. Er ist der letzte hier unten. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Das dauert nicht lange. Ach, warum habe ich überhaupt die Bazooka ausgewählt? Genommen, wenn ich sie nicht benutze, muss ich doch jetzt hier machen. Ah, passt doch zum Outfit. Na warte.
Einfach mal so, um die Munition zu verbrauchen. Alter, keine Chance zum Fliehen gab's. Blödsinnig. Zack. Ha. Wenn man den Gefährten jetzt zum Beispiel einstellen könnte. Kaya, du machst nur einen Nahkampf und ich halte den jetzt hier am Boden. Auf dem Boden. Aber das kann man ja auch nicht einstellen. Die machen alle ihr eigenes Ding. Da kann die Gefährten nur sagen, angreifen oder nicht angreifen. Männlich. Nee, sagen, dass sie angreifen, kann man ja auch nicht. Die greifen nur an, wenn du angegriffen wirst. So, jetzt noch die zwei, die können wir von hier machen.